Würden Sie mir hier noch einen großen Kreis hinzeichnen? Das wird mir ein Ei, kann ich Ihnen gleich sagen. Ungefähr. Eher rund. Sehr schön. Weil das soll ein Uhrenziffernblatt werden. Oh. Könnten Sie mir mal die Zahlen eintragen, die auf einem Uhrenziffernblatt so zu finden sind? Alle? Ja. Und wenn Sie mir jetzt noch zwei Zeiger einzeichnen würden, die, wenn Sie sie ablesen, die Uhrzeit 10 Minuten nach 11 anzeigen. 11 Uhr und 10 Minuten. Halt. 10 Minuten nach... Nee, na. Genau. 10 nach 11, 11 Uhr und 10 Minuten. Das ist der kleine Kind. Mhm. Sieht man nicht. Oh, oh, oh. Und wie spät ist es auf der Uhr? 10 vor 11. Nach 11 haben Sie gesagt. Jawohl. Okay. Wollen Sie noch? Hier, ich gebe noch einfach eine andere Farbe. Können Sie noch mal 10 nach 11, wenn Sie wollen, noch verändern? Dann müsste ich die 11 ein bisschen hier sein. Noch nicht ganz so. So in etwa müsste es sein. Oh, ne. Stimmt was nicht, ne? Aber was? Okay, kein Problem. Sehr gut. Jetzt alle Punkte zusammenzählen und dann das Ergebnis. Die Radfahrer nehmen immer mehr zu. Was ja gut ist. Immer weniger Alzheimer. In der Heidelberger Uni hat Professor Bayreuther untersucht, wie die Ablagerungen in den Gehirnen von Alzheimer-Kranken entstehen. Diese Plaques sind die Ursache für die Zerstörung von Nervenzellen im Gehirn und löschen so die Erinnerungen aus. Seit Jahrzehnten wird nach Medikamenten gegen Alzheimer geforscht, bisher vergeblich. Und es wird noch dauern. Sie haben ja gesagt, vor 20 Jahren haben Sie den Kampf gegen Alzheimer aufgenommen. Haben Sie dann das Gefühl, Sie haben den Kampf verloren? Nein. Ich denke, dass wir sehr, sehr weit gekommen sind. Wir sind in der Diagnose extrem weit gekommen. Wir haben Medikamente, die die Lebensqualität sehr stark verbessern. Und wir haben Erkenntnisse gewonnen, die insbesondere den Menschen helfen, die sagen, ich habe meinen Vater, eine Mutter, die hat Alzheimer, kriege ich auch. Da sage ich, deine Lebensführung wird darüber entscheiden, wie früh du das bekommst. Ich denke, es ist nichts Schlimmes, wenn man sagt, man muss nur alt genug werden, um Alzheimer zu kriegen. Aber man kann sich kräftig dagegen wehren. Und je später es passiert, umso besser. Ich glaube, es gibt viel Hoffnung. Ja. Also vorbeugen. Gesunde Ernährung und viel Bewegung und neugierig bleiben. Spicken, wann wir es die Kollegen das letzte Mal so gemacht haben. Ich habe ja gesagt, in dem Test, da kann man 30 Punkte haben. Damals hatten sie da 21 Punkte. Das ist aber, wie gesagt, jetzt gut eineinhalb Jahre her. Und jetzt, da machen sie da 24 Punkte. Das ist eine sehr gute Veränderung. Auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, wenn man davon ausgeht, so Statistiker, Statistik lügt natürlich immer, aber grundsätzlich so 3 bis 4 Punkte im Jahr geht das da in dem, bei dieser Krankheit eigentlich nach unten und nicht nach oben. Also das ist schon toll. Und dann die Bilder aus Sepps Kopf. Die sehen auch gut aus. Kaum Veränderungen. Im Gehirn, also das Fortschreiten recht langsam vonstatten geht. Wenn sich das weiter so verhält, müssten die Chancen sehr gut sein, dass auch der Zustand, was die Symptomatik angeht, über längere Zeit noch stabil bleiben könnte. Ja, schön. Okay. Dankeschön. Also ich habe wohl die Chance, wenn es langsam voranschreitet, dass es also noch länger gut mit mir ist. Ja. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat 100 verschiedene Gemächer. Aber lieb sind sie doch. Ja. Wie lange leben Sie denn schon alleine? Mal fragen Sie mich bitte was Leichteres. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Das Brummelein muss da sein, da. Ja, 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 ja. Gertrud Brethauer hat hier mit ihrer Mutter gelebt und mit ihrem letzten Mann. Beide sind schon lange tot. Einsamkeit und nichts zu tun. Nicht gut bei Demenz. Aber Gertrud will in den vier vertrauten Wänden bleiben. Ja, 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 ja. Guten Abend. Wo ist denn der Andreas jetzt? Da ist er. Der ambulante Pflegedienst kommt. Jeden Tag dreimal. Wo ist der Andreas? Grüß Sie. Jetzt. Na? Nee. Dann bringen Sie mal ins Bett. Sie bringen mich ins Bett? Ja. Sie haben Ihr Abendessen noch, Sie haben Mittagessen noch gar nichts gegessen. Nee. Das räumen wir gleich mal weg. Ja? Sehen Sie, der tut es einfach weg. Der schmeißt es einfach weg. Der schmeißt das einfach weg. Helga bringt Dorit nach Hause. So, bitteschön. Wie jeden Abend. Sie sucht schon lange einen Heimplatz für die demente Freundin. Ein Problem? Kein Heim will Sita aufnehmen. Dorits Hund. Mit Nägeln besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, um Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, um Gott will, wirst du wieder geweckt. Was wird passieren, wenn Helgas Freundin ins Heim muss und ihr Hund nicht mit darf? Helga hat eine Idee. Wenn das Hundchen nicht mitgehen darf, in so ein Wohnstift oder Seniorenheim. Und dann habe ich jetzt so ein Hundchen schon mal gekauft. Und der sieht doch so aus wie die Sita, finde ich. Bloß der ist noch ein bisschen klein. Wenn ich noch so was finde, was noch ein bisschen größer wäre, dann wäre doch so, dann hätte sie so die Größe. Aber der sieht doch schön aus, ne? Der sieht doch aus wie Sita. Wie geht's denn Ihnen eigentlich inzwischen kräftemäßig? Ja, ich bin ziemlich am Ende. Sowohl seelisch als auch, ja, auch körperlich. Und vor allen Dingen diese Unruhe, ob da nun ein Platz frei wird in dem schönen Heim, wo ich gedacht habe, nicht? Naja, so ist das. Das sieht allein. Gut, Frau Brethauer, Sie gehen nachher alleine ins Bett drüber. Ja, Ich stelle drüben noch was zum Trinken hin. Dankeschön. Und wir sehen uns morgen dann wieder. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. 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 So, der ist jetzt weg. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ja, 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 ja. Jeden Tag insgesamt 90 Minuten Pflegezeit. Das reicht nicht mehr. Der Pflegedienst hat für Frau Brethauer eine höhere Pflegestufe beantragt, von 1 auf 2. Wenn das klappt, wären das mindestens 30 Minuten Pflege mehr am Tag für Gertrud. Ein Gutachter wird kommen.
so, da geben wir. Ach, ich muss noch das Bildchen haben. Es ist soweit. Helga hat endlich für Freundin Dorit einen Heimplatz bekommen. Der letzte Morgen in der alten Wohnung. Im Heim warten sie schon. Ups. Ja, und? So schön, ja. Jetzt kommt das kleine Sädchen, ja. Aber das Heim erlaubt keine Hunde. Sita und Dorit werden sich heute trennen müssen. Gar nicht einer verschwindet. Ja, das stimmt. Solange Helga hat Dorit alles erzählt, immer wieder, dass ihr Mann Dieter krank ist, dass sie es nicht mehr schafft. Dass sie für Dorit ein nettes Apartment in einem Seniorenstift gefunden hat. Aber Dorit vergisst das immer mal wieder. Ja, und das wollte ich doch haben, da dieses. Das Schweinchen, ja, das nehmen wir doch für dich mit. Ach damit so, du das ja. Im Apartment hast, das damit ich nicht hier nach dir schreit. Ja, das ja. Nicht? Das wollen wir doch da mitnehmen. Gell? Hallo, ich bin die Frau Solig. Sie sind die Frau Solig, ich habe das Fernsehen hier. Das ist ja toll. Die Leiterin des Pflegedienstes. Grüß Gott. Wie geht's denn so? Mir geht's schlecht, weil ich immer alleine bin. Oh. Aber jetzt kommt Besuch, das Aber ist jetzt schön. Jetzt ist die Bude voll, gell? Das ist schön. Gehen wir schon mal rein? Sie? Und dann noch der Gutachter vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung. Grüß Sie Gott, Schneider ist mein Name. Sie sind der Herr Schneider. Genau. Ich bin heute im Auftrag von Ihrer Pflegekasse dort. Ich möchte wissen, wie es Ihnen geht. Er soll feststellen, wie viel Pflegezeit Frau Brethauer inzwischen braucht. Was möchten Sie noch wissen? Frau Brethauer, müssen Sie Einlagen oder Windelhosen verwenden? Sie, das ist eine peinliche Frage. Ja, erzähl's mir's. Ich sag's nicht weiter. Warum fragen Sie dann? Sie sagen das nicht weiter. Sie, soll ich Ihnen das glauben? Ja, so weiter sagen tue ich es wirklich nicht. Ja, stellen Sie sich vor, ich schäme mich ja. Ich schäme mich ja so, ich habe Ihnen eine Hose gemacht. Pfui, sowas tut man doch nicht. Ja. Das kann Frau Brethauer, da brauchen Sie sich nicht schämen und auch nicht entschuldigen. Wenn man sie einen Arm bricht, muss man sie auch nicht entschuldigen. Andere das werden halt auch mal. Ich habe zu einem mal gesagt, Sie warten Sie nur ab, Sie werden auch mal alt. Mit Vergesslichkeit haben stark zu kämpfen. Vergessen tue ich alles. Mhm. Wissen Sie, was Sie mich jetzt alles gefragt haben, da weiß ich morgen nichts mehr von. Mhm. Gell? Oder weiß ich das morgen noch? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, die ist noch ein bisschen dumm. Komm mal raus jetzt, Dorit. Ja. Du musst schön da bleiben. Sieterchen bleibt da. Komm ja jetzt, Dorit. Lass er nicht zu lange im Bett. Ankunft am Pflegeheim. Sita muss im Auto bleiben. Nicht? Nein, ja. Ja. So. Ja, das ist Sitterlein, gut. Bleib da, wir kommen wieder, nicht? Ja, ganz lieb, ganz artig, ganz fein. Schönes Hundchen, artiges Hundchen. Ja, soll ich dir den tragen? Dorit wird nicht wiederkommen. Aber Helga hat für Sita gesorgt. Guten Tag. Oh, da ist er schon. So, guten Tag. Guten Tag. Hier kommt ja die Arme. Richtig, ne? So fast gesungen, nicht? Guck mal, ein Begrüßungsgesang. Ja, oh, ja. Hallo. 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 Was? Mit Frau Spohn, ne? Die war schon, die waren doch bei uns. Was? Das neue Apartment. Ja, aber ich finde damit nicht so wirklich mich zurecht damit. Ja, nachher finden wir uns zurecht. Ja. Guck mal, alles so schön sauber und alles so schön. Ja? Ja. Ja. Guck mal, so. Hier ist dein Fernseher und hier ist dein Vater. Ja, das ist der Vater, nee. Ja. Und hier ist die Charlotte. Und die Charlotte. Charlotte. Die Charlotte, das kann ich ja. Nee, das kennst du auch. Ja. Hier deine schönen grünen Töpfe und deine schönen. Ja, die müssen nicht, alle. Ja. Nicht? Ja, die sind doch auch alle. Schön. Ja. So, ich zieh mir mal die aus. Ja, die sind schon mal ganz gut.